In the heart of North Rhine-Westphalia in Germany, Stefan Spillner runs a fitness and wellness club, the Sportmühle Hilden. Stefan has been working with the EGYM ecosystem for over 6 years, overcoming membership stagnation and achieving a stable 5% growth year over year. Vor über 30 Jahren bin ich hier in die Sportmühle gekommen und ich durfte halt vor einigen Jahren in diesem Familienunternehmen jetzt die Leitung übernehmen. Die Sportmühle Hilden ist heute eine multifunktionale Sportanlage mit einem sehr großen Fitnessstudio, vielen Gymnastikkursen, Tennis, Badminton und einer riesengroßen Wellnesslandschaft. Mittlerweile sind wir bei 4000 Mitgliedern angekommen und wir hatten ein stetiges Wachstum, viele Fans. Vor 7, 8 Jahren haben wir gemerkt, dass die Zeiten nicht mehr ganz so rosig waren und wir gingen so langsam in die Stagnation rein und wir wussten damals nicht so recht, was wir machen sollten. Und wir waren uns aber sicher, es muss irgendwo in diese Richtung gehen, dass das Training sich verändert, vereinfacht, schneller geht. Dann hatten wir den ersten Kontakt mit EGYM und uns war schnell klar, es ging nicht um Geräte, es geht um diese ganze Welt, die da dranhängt. Und natürlich auch der schnelle Erfolg, der damit möglich ist, den beim Kunden zu erzeugen. Das neue Training mit EGYM hat für viel positive Kommunikation auf der Fläche gesorgt. Heute sind wir bei 32 Geräten und 2 E-Flex-Zirkel. Und die Tätigkeit von den Trainern wurde natürlich auch erheblich verändert durch das ganze Ökosystem. Durch den Hub geht es viel schneller, den Kunden in sein Training reinzuführen. Und die Trainer können 20 Leute an Gerät gleichzeitig überwachen. Durch EGYM war es möglich, wieder ein stabiles 5% Wachstum aufzubauen. Ich würde auch sagen, dass die Fluktuation noch mal leicht gesenkt werden konnte. Wir sind jetzt bei 19% angekommen, das ist durchaus ein guter Wert. Wir hatten, würde ich sagen, 10-20% Beitragsanpassungen konnten durchgesetzt werden, was durchaus auch beim Kunden verständlich war. Der Kunde muss einen Erfolg haben und er muss zufrieden sein und dann empfiehlt er mich weiter. Und darum geht es eigentlich. Wir müssen nicht wirklich viel Werbung schalten, das läuft ganz allein.